Für mich ist das Spannende an der Chemie, dass ich direkt die Prozesse sehen kann. Am Anfang hat man Material mit relativ schlechten Eigenschaften und im Laufe des Prozesses verändern sich die Eigenschaften in die Richtung, die man auch gewünscht hat. Nach meinem Realschulabschluss habe ich eine dreijährige Chemielaborantenausbildung begonnen, die ich sehr gut abgeschlossen habe und 4 Jahre gearbeitet in einem Analytiklabor und habe nach ungefähr 3 Jahren eine neue Herausforderung gesucht. Es kamen verschiedene Dinge in Frage, zum Beispiel ein Techniker oder auch ein Studium, und habe mich letztendlich für das Studium entschieden. Habe dann schon zeitgleich nach einem Stipendium gesucht, bin dann auch fündig geworden, und bevor ich dann das Studium gestartet habe, hatte ich dann die Zusage von der SBB für das Aufstiegsstipendium. Ja, es hilft einem tatsächlich, weil man den Rücken frei hat und sich auf das Wesentliche konzentrieren kann und nicht noch sich darum kümmern muss, wie kann ich mein Studium finanzieren, muss ich mir jetzt einen Job suchen und so weiter. Ja, von Anfang an kommt man in den Grundpraktikas gut voran durch die Berufserfahrung. Man weiß schon direkt, wie man mit einer Bürette oder einer Pipette umgehen kann, und dadurch ist man auch viel schneller fertig und kann sich dann auf das andere Dinge, wie halt zum Beispiel die Mathematik, die dann größere Probleme bereitet, konzentrieren. Ohne Abitur zu studieren bedeutet, dass man sich am Anfang durchbeißen muss, und je weiter man kommt, desto mehr Spaß macht das Studium. Man arbeitet im Labor und macht Analysen, aber was steckt wirklich dahinter? Welche chemischen Reaktionen? Und das war für mich von Interesse, da mehr herauszufinden. Mein Studium bringt mich ganz weit nach vorne, weil ich später in der Entwicklung arbeiten kann, und ich freue mich schon sehr darauf.